Was hatte ich mir vorgenommen? Im Endeffekt drei Themen. Eine Begleitung meiner Person. Es war eine besondere Zeit. Ich bin nach der Elternzeit 4 zurückgekehrt zur Deutschen Telekom in einer neuen Rolle, eine sehr anspruchsvolle Rolle, ja? Direct Report zum Personalvorstand. Und in der Zeit habe ich mir Begleitung und Sparring gewünscht. So Fragen wie Positionierung meiner Person, einen 100-Tage-Plan zu erarbeiten, aber auch schon so ein Stück weit in Richtung Stakeholder-Management, konkrete Business-Situationen. Ne? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war aber auch zu lernen in dem Mentoring, wie der Weg in die Geschäftsführung geht. Also was ist da hilfreich, was sind Erfahrungen, Best Practices, um mich auf so einen Schritt bestmöglichst vorzubereiten. Und dann das dritte, was mir sehr wichtig ist, wie kann ich in dieser Rolle weiterhin Karin bleiben? In dieser anspruchsvollen Führungsverantwortung, auch in der Geschäftsführung authentisch sein zu können und sich selbst ein Stück weit der Grundwerte treu zu bleiben. Und diese drei Zielsetzungen, kann ich mich gut erinnern, hatte ich dem Andreas dann auch in unserem ersten Kennenlerngespräch geschildert. Und er meinte zu mir, das ist doch super, da wissen Sie doch genau, was Sie wollen, Frau Gallas. Damals waren wir noch per Sie. Und es war so schön. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die zweite Frage, wie war dieses Zusammenspiel? Und das war ein Geschenk. Ne? Andreas, das kann ich sagen, diese Zeit mit dir, diese Gespräche waren ein Geschenk an Erfahrungsaustausch, an Offenheit, an miteinander lernen dürfen, miteinander Erfahrungen teilen zu können, Fremdbild, Selbstbildabgleich zu machen und wirklich auch in so ein konstruktives Sparring und Austausch gehen zu können. Ja, also so war diese Zusammenarbeit. Hat sehr schnell funktioniert. Auch unser Matching hat sehr schnell funktioniert, weil wir gesehen haben, dass es einen signifikanten Mehrwert haben kann, dass wir zusammenarbeiten, dass wir diese Wegstrecke zusammen gehen. Durch die besonderen Herausforderungen der Covid-Zeit zu dem Zeitpunkt haben wir das natürlich alles erstmal digital gestaltet. Es ist uns dabei dann gelungen, recht früh nicht nur die Zielsetzung intensiv auszutauschen und auch die Wegstrecke zu beschreiben, sondern auch unsere Gespräche mit starken Inhalten und Austausch und Diskussionen zu füllen und uns dann auch unter Einhaltung aller Regeln zu treffen und miteinander auch persönlich zu sprechen und diese ganzen Spezialthemen und Sonderthemen durch diesen hohen, auch beruflichen Sprung auf ein Level unter dem Vorstand mit dem ersten zusammen mit dem ersten Aufsichtsratsmandat für die Karin mit völlig neuen Themen, auch von der Führungsebene, also nicht mehr direkt führen, sondern auch führen durch andere, andere erfolgreich zu machen durch die eigene Arbeit. Das ist eine völlig neue Dimension auch, die sich hier in der Konstellation ergeben hat und die Diskussion dazu und auch wie die Karin das nicht nur aufgenommen hat, sondern auch dann direkt umgesetzt hat. Das war sehr erfüllend zu erleben und auch gemeinsam zu erleben. Deswegen war das eine ganz tolle Zusammenarbeit, die riesig Freude gemacht hat, aber wir auch gemeinsam daran uns entwickelt haben. Ich glaube, von iWill muss man nicht viel überzeugen, weil das iWill-Programm und vor allem die Zielsetzung, ja, so überzeugend sind. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich auf diese Wildcard aufmerksam wurde. Ja, das war durch Chava, ja, der ja mit auch ein Teil der Jury sozusagen ist. Und ich habe mir gedacht, boah, ist das cool. Boah, ist das cool, begabte, talentierte Frauen in Führung, industrieübergreifend kennenzulernen, mit einem Mentor in den Austausch zu gehen. Und für sich selbst viel zu lernen, aber auch was mitzugeben. Also diese Kombination finde ich, macht iWill besonders. Und die Deutsche Telekom ist ja ein starker Verfechter von Diversity. Das fängt an mit 2011, als ein damaliger Personalvorstand Thomas Sattelberger ja für sich ja auch die 30%-Quote an Frauen in Führungspositionen reklamiert hat. Und das ist kein Sprint. Diversity. Und das ist auch mehr als Frauen. Ja? Diversity bedeutet ja auch eine Vielfalt an Alter, an Erfahrungen, an Industrien, ja, in unterschiedlichen Führungsfunktionen, aber eben auch Frauenförderung. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Und der war 2011 wichtig.
Der ist auch heute noch wichtig, weil wir auch heute noch nicht überall durchgängig die 30% haben. Weder in Aufsichtsratmandaten, noch in Vorstandsebenen und noch in den Ebenen darunter. Das heißt, für dieses Thema braucht man einen langen Atem, man braucht eine professionelle Begleitung und ein gutes Netzwerk. Und genau das bietet iWill. Und insofern war die Überzeugung gar nicht so schwierig, plus weil ich einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich konnte schon selbst als Leumund und als Beispiel auch damit fungieren. Und insofern freuen wir als Deutsche Telekom uns sehr, am iWill-Programm sozusagen jetzt teilzunehmen. Wie geht's weiter? Wir werden gemeinsam diese Beziehung bewahren, auch unseren gegenseitigen Austausch weiter pflegen. Wir werden uns weiter auch beide ja für iWill engagieren. Karin sitzt ja in einer sehr exponierten Rolle in einem sehr großen DAX-Unternehmen. Das heißt, sie hat sehr hohe Hebel und auch jetzt die eigene Erfahrung kann sich ja auch für die Community viel beitragen und auch freuen bei uns.